Moment mal. Das fühlt sich nicht an wie ein Traum. Vielleicht war es keine so gute Idee, auf irgendwelche mysteriösen Stimmen in einer Höhle zu hören. Ja. Gute Güte. Ich habe gespürt, wie die einzelnen Organe rumglitschen. Wie gruselig. Heute wurde nicht ruhig gestellt wie die armen Seelen auf unserer letzten Reise. Dafür muss es doch einen Grund geben. Die Zuschauer ergötzen sich an unserem Leid. Wir sind nur Unterhaltung für sie. Sie wollen, dass wir bis zum Tod kämpfen. Dann bejubeln sie uns. Wie könnt ihr euch so einen Mist nur angucken? Ich wünschte, das Orakel hätte uns ein bisschen besser auf das vorbereitet, was uns erwartet. Aber geheimnisvolle Frauen sind so... Je weniger an dir dran ist... Ernährt sich durch mehr als nur fruchtbare Erde. Ein Anwärter fordert den Streiter der Danu heraus. Noch mehr große Katzen. Es fühlt sich falsch an, sie zu machen. Barbarisch. Der Streiter der Danu wurde erlegt. Hahaha, seht mich an, ich bin ein Gladiator. Ist härteres Holz denn wirklich zu viel verlangt? Du gibst mir eine Waffe, ich gebe ihnen Sau. Ein Anwärter fordert die Streiter des Ra heraus. Ich bin recht sicher, dass Alistair nie was von waffenverkaufenden Wänden erzählt hat. Fast sicher. Mindestens 68% sicher. Ich glaube langsam, ich werde mit allem fertig, was mir diese Teufel entgegensetzen. Da kommt Ärger. Groß, aggressiv, emotional. Die Streiter des Ra wurden erlegt. Geduld, Scepter. Wenn der richtige Zeitpunkt kommt, der richtige Fessler. Ich hab mich schon wieder ablenken lassen und vergessen, meine Kugel zu zählen. Doppelte Punkte. Oh, der Sarkophag des Pharao. Hoffentlich ist er leer. Hier laufen schon mehr als genug untote Monster herum. Oh, super! Gut, dass wir herumgeschlagen haben. Gegen eine Horde untoter Kannibalen zu kämpfen! Genau wie ich ist diese Waffe Kraft und Präzision in einer Büchsenverpackung. Schreien! Nein, nein, nein! Eure Augen sagen! Ich hatte so eine, als ich mit einer Bande in Paris unterwegs war. Sie hätten mich Schrotbruno nennen sollen. Ihr, kleine Kätzchen, ich erlöse euch aus den Ellen. Untergang.
Bonuspunkte. Ich beginne, meinen Ledermantel zu vermissen. Danke, Wand. Schön zu bekommen, was man haben wollte. Wie bei dieser verdammten Kiste. Das nenne ich eine sensationelle Bestattungsidee. Brennend mit dem Schwert in der Hand aufs Meer. Ein Anwärter fordert den Streiter des Odin heraus. Ein noch größerer Gladiator? Vielleicht hatte Diego recht. Vielleicht werden sie wirklich verkörpert. Man kann die Blutgier im Tausend des Publikums hören. Sie lieben es. Das ist nur eine große Orgie für sie. Oh, ich verstehe dich. Tut mir leid so. Deine Ausdrucksweise ist hin und wieder. Denken, Gibbon. Falls sie das können. Maximale Bruno, Munition. Wenn ich Don Quixote bin, bist du mein Sancho Panza. Ein Anwärter fordert die Streiter des Zeus heraus. Heilige Nora, wir sind populär. Vor allem bei diesen gepanzerten Steiflingen. Streiter des Zeus wurden erlegt. Seht ihr das auch? Sie waren wirklich da, oder? Ich hab die Schnauze voll! Jetzt seid ihr alle da! Wartet. Irgendwas schützt diese Dämonen vor dem Feuer! Nächster Fehler! Schummeln doch! Du hast dir einen Patzer erlaubt. Das passiert mir auch des Öfteren. Du überrascht mich immer wieder. Lasst die Verdammten los! Seid der Menge ein Diego zu schreien! Ich habe mal lieber von dem Tiger gemacht. Das ist besser noch. Doppelte Punkte. Soll ich jetzt vielleicht Danke sagen? Da! Endlich deine Streifen. Das stimmt heute nicht mit mir. Werde ich etwa alt? Da war neulich dieses graue Haar. Ein trauriges Ende für einen... Maximale Munition. Du hättest Diego richtig vermisst, oder? Schau. Bleib in der Nähe, mein Freund. Du sollst nicht noch ein Auge verlieren.
oder Teile deines Körpers. Danke, Bruno, aber ich habe noch beide Augen. Eines ist nur ein wenig trüb. Du hast mein Blut geschmeckt. War es das wert? Ich habe noch mehr davon mitgebracht. Das war leicht. Bonuspunkte. Meine Damen und Herren, Arne Arzak. Du willst aufs Maul? Das Schwabe. Du hast es geschafft. Du hast mich gerettet. So ein Hurra. Hurra. Ja, klar. Immer auf die Kranken und Schwachen, was? Das ist so eine Art Spiel. Für diesen Kristallkönig sind wir nichts als Schachfiguren. Aber wofür? Tja, das ist die Frage. Du bist doch Experte für antike Sprachenschau. Sind dir bei unserer Ankunft die in den Boden geschnitzten Inschriften aufgefallen? Um ehrlich zu sein, hat mich das gewaltige, okkulte Ritual um uns herum ein wenig abgelenkt. Das Letzte, worauf ich geachtet habe, war der verdammte Boden. Oh, sind diese Wasserdämonen nicht putzig? Auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass sie uns töten, wenn wir nicht hinsehen. Stärken die anderen. Kaboom! Hätte ich in meiner Jugend so eine zerstörerische Gewalt besessen, wäre Paris Schutt und Asche. Mehr Tiger? Jetzt wollen sie mich durcheinander bringen. Boom! Das erinnert mich an mein drittes Labor. Also, magst du mir nun erzählen, was mit deinem Auge passiert ist? Ich bin immer noch neugierig, Shaw. Neugier kann tödlich enden, Bruno. Das ist unschön. Besonders der Fall, den ich ansehen musste. Schreckliche Sache. Na, diese Krallen sind scharf! Schreiner! Wenn du ein Kauspielzeug gesucht hast, hast du dir den falschen Briten ausgesucht. Ich werde das Dschungelbuch nie wieder so lesen wie früher. Das fühlt sich sauber. Insta-Kill. Und jetzt habt ihr das Licht gesehen. Bonuspunkte. Das ist mir nicht teuer. Für nichts bekommt man in der Regel nichts. Ich weiß ja nicht, was wir in der Schüssel angehalten haben, aber das so was Realistisches würde mir im Traum nicht einfallen. Jetzt brauche ich ein Antiseptikum. Und du einen neuen Kopf. Klassisches Badehaus. Stimmungsvolle Beleuchtung, Brunnen voller Blut. Das volle Caligula-Programm. Wenn diese Mauern sprechen könnten.
zeigt ihnen keine Gnade. Formieren, Freunde! Der Feind nähert sich! Renaka Canisero. So, Feinde. Doppelte Punkte. Maximale Munition. All das Blut, die Enthauptungen, diese Strangulungen. Das weckt doch sicher viele Erinnerungen, nicht wahr, Bruno? Die Gewalt aus meiner Vergangenheit hat ihren Platz. In der Vergangenheit. Das hier ist ein Kampf ums Überleben. Gute Güte! Wer zum Kuckuck hat das gewonnen? Ich bin... Ja, ich sehe dich, Feuerteufel. Halt dich stand von mir. Doppelte Punkte. Werde es zusammenfalten und es ihm ins Maul stopfen. Vielleicht erschickt er dann. Londoner von Tiger gefressen. Ich schätze, es gibt schlechtere Nachrufe. Sind die besten Freunde. Das war sehr rücksichtsvoll von dir. Sind Sprengsätze nicht gegen die Regeln? Wen interessiert? Die Gladiator-Dämonen kämpfen besser als die auf der Titanic. Oder bin ich schlechter geworden? So, wenn wir hier wirklich so eine Art extreme Halluzination durchleben, warum fühlt sich dann jede Berührung und jeder Luftzug genauso an wie im echten Leben? Wie kannst du diesbezüglich nur so unwissend sein? Du kommst doch direkt von der Quelle des Kornes. Von einem Frosch. Ich hab gebetet, dass ich diese Teufel nicht sehe. Ich habe für ein gutes Frühstück gebetet, aber das...